Ausnahme von europäischen Finanzmarktplattformen. Nochmal was, bitte? Sie haben schon eine Anmeldung gemacht. Sie haben schon eine Anmeldung gemacht, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Und es geht um Online-Handel, Online-Trading. Wegen der Bestellung. Haben Sie mich verstanden? Wie bitte? Kennen Sie das schon? Wissen Sie, was Online-Handel ist, Herr? Rufen Sie an wegen der Bestellung? Ich hatte mich da beschwert. Nein, nein, ich habe Sie angerufen wegen Online-Handel, Online-Trading. Ach so. Sie haben schon eine Anmeldung gemacht. Deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ach so, ja, da habe ich wohl falsch verstanden. Achso, alles klar, ja. Kein Problem. Ich bin ein Berater von der Unionische Börse. Von was? Unionische Börse. Was und soll das Plattform sein? Heißt das Europäische Finanzmarktplattform. So das, heißt das, unsere Plattform. Das Unirdische Böse, haben Sie gesagt? Unionische Börse, ja genau. Okay, aber ja. Wo sind Sie jetzt gerade, Herr? Sind Sie schon zu Hause oder? Weil ich wollte Sie ja erstmal ein paar Sachen erklären, wie alles bei unserer Plattform funktioniert. Ja. Danach können Sie das mit Ihrem Auge schauen und können Sie das überlegen, ob Sie das machen möchten oder nicht. Wegen der Brille? Wegen Onlinehandel. Ja, ja, das ist gut, ne? Sie wissen, was Onlinehandel ist, ne? Ja, zum, oder wie das funktioniert. Zum Geld verdienen ist das doch, ne? Genau, genau. Ja, ja, das wollte ich ja im Prinzip machen. Und Sie haben noch drei Möglichkeiten bei uns. Mit einem Broker zu arbeiten, selbstständig oder automatisch, und ein Roboter übernimmt die Arbeit für Sie. Ja. Und zum Beispiel, wie möchten Sie arbeiten? Möchten Sie mit einem Broker, möchten Sie selber oder möchten Sie automatisch? Na, ich bin ja in Rente im Prinzip, also sag ich mal aus Altersgründen, würde für mich, sag ich mal, eine Selbstständigkeit nicht mehr in Frage kommen. Ach so. Selbstständig, meinte sie. Ja, ja, weil Sie ja die Selbstständigkeit ansprachen. Das habe ich ja hinter okay mir. Ich bin ja im Prinzip Uhrmachermeister im Ruhestand, nicht wahr? Okay, alles klar. Und ich sag noch, wir haben noch ein Angebot für Sie heute, Herr. Zum Beispiel, wenn Sie das Konto aktivieren mit 500 machen, dann wir geben Sie noch einen Bonus für 200. 500 aber Mark? Sie können, Deutsche aber Mark oder Reichsmark? Sie können, nein, ich meine Euro. Oder möchten Sie, mit wie viel möchten Sie einfach anfangen? Wie bitte? Mit wie viel möchten Sie Handel machen? Erstmal anfangen, diese Kontoaktivierung machen. Ja, genau, deswegen habe ich Sie angerufen. Ich wollte da mitmachen. Ja. Okay, und mit wie viel möchten Sie anfangen? Ja, am liebsten heute noch, ne? Weil das sind ja, sag ich mal, da ist ja gut Geld zu holen. Oder? Okay, alles klar. Ja, natürlich. Ja. Aber wo sind Sie jetzt gerade? Sind Sie zu Hause? Haben Sie einen Computer dabei? Ja, einen Computer hat man ja schlecht dabei. Der wiegt ja mehrere Kilogramm. Ich halte mich im Prinzip gerade im Esszimmer ja auf und versuche Kapern zu öffnen, aber ich kann den Hammer nicht finden. Verstehen Sie das Computer Problem? Ohne Computer geht nicht, deswegen. Na, der Computer ist im Wohnzimmer. Okay, aber können Sie kurz bei Ihrem Computer gehen? Ich wollte ja nur erstmal zeigen unsere Plattform und so alles. Ja, ja, ich mach das mal eben an, ja, das Gerät. Okay, kein Problem, ich warte für Ihnen. Ja, wie viel kann man da denn so verdienen von Ihnen, sagen Sie mal? Okay, sagen Sie mir, mit wie viel möchten Sie anfangen und sage ich Ihnen, wie viel können Sie verdienen? Ja, heute am liebsten, wenn das geht. Okay, heute machen wir das. Das machen ist wir großartig zusammen. Brauchen Sie keine Sorge zu. Machen Sie keine Sorge über das. Socken? Aber mit. Keine Sorge, habe ich gesagt. Ja. Machen Sie keine Sorge. Nee, nee, ich bin so geweiht vom Leben, ich habe gar keine Sorgen mehr. Ach so, okay, ich verstehe. Ja, 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 ja. Ich werde ja aber im Prinzip vom klapprigen Klabautermann beschützt. Ne? Das ist ja der Schutzpatron okay der Maulwürfe. Also, und haben Sie die Computer angemacht, oder? Ja, mal nicht so hektisch, junger Mann. Ein alter Mann ist kein Maulwurf, nicht wahr? Ach so, okay, Herr. Wie jung sind Sie denn? Und ich bin 27. Ja, ich hätte jetzt auf 19 getippt.
Ach so. Und wie alt sind Sie, Herr? Ha, ich bin 79. 79? Ja, ja. Also, aber Sie haben eine junge Stimme, ne? Ja, das ich dachte, Sie sind so 50, oder? Ich habe ja im Prinzip mein ganzes Leben lang, ich habe nicht geraucht und nicht getrunken. Ach, und das so, macht halt viel aus. Wenn ich mal überlege, früher bei den Kneipenschlägereien, ne? Ich bin, sag ich mal, der Schmächtigste und der Jüngste gewesen. Aber ich konnte immer am schnellsten weglaufen, wenn die Schmiere kam, weil die haben ja alle immer Pfeife geraucht. Damals bei Wellington und Napoleon in der Zeit. Und die hatten dann halt alle nicht so viel Ausdauer, ne? Und sagen wir, bei der Schlacht von Waterloo, da bin ich dann halt schnell auf den Socken gewesen und bin rechtzeitig noch weggekommen. So, ich hab den Computer jetzt angemacht. Okay, alles klar. Und das Programm AnyDesk, kennen Sie schon? Das was, bitte? AnyDesk heißt diesem Programm. Desktop? AnyDesk. Was ist das? Das ist ein Programm, damit wir uns verbinden können und danach zeige ich Ihnen alles, wie das funktioniert. Ja. Okay, dann können Sie das kurz runterladen. Wo denn? Ich, bei Microsoft? Ich buchstabiere das bei Google. Google Chrome oder was? Ja, das gehört ja auch zu Microsoft, nicht wahr? Ja, genau. Gehen Gut. Sie bei Google einmal. Ja. Und ich buchstabiere das. Welchen Browser soll ich denn verwenden? Ich habe da diverse vorrätig im Prinzip. Haben Sie da die freie Auswahl? Kein Problem, machen Sie auch nur einen Browser. Google Chrome oder wie ich gesagt habe, ja, also was haben Sie auf Ihrem Computer? Ich habe Firefox, ich habe den Internet Explorer, ich habe Google Chrome und Opera. Okay. Ich habe das alles. Für mich ist das Internet ja kein Merkelsches Neuland mehr. Okay. Ich habe das im Prinzip, auf allen vier Betriebssystemen auch durchgespielt bis zum Endgegner. Aber an Gates bin ich bisher immer gescheitert, wegen der ganzen Macht, die der halt angehäuft hat, nicht wahr? Okay, machen Sie einfach Google Chrome auf. Und ich wollte halt nicht cheaten. Chrome, ja. Ja, genau. Haben Sie schon? Ich muss das gerade erst suchen mit der Bildschirmlupe. Okay, dann sage ich Ihnen, schreiben Sie www. Sind Sie bei Google Chrome jetzt, ne? Ja, wartet doch mal. Okay. Verdammt. Ja. Okay, schreiben Sie bitte, Herr, www. www. Ja. Punkt. A wie Anton? Adolf, ja. Genau, Adolf. Ja, weiter. M wie niedrig? M wie niedrig? N wie niedrig. Ja. Y. Wie bitte? Y. Können Sie das buchstabieren? Ö wie Y. Der Buchstabe Y? Genau. Ja. Y. Haben Sie geschrieben? Ja, ich habe Y geschrieben. Wie Deutschland? Schreibt man Y mit zwei S? Nein, Y. Ja, das war ja die Frage, ob man das mit zwei S schreibt. Nein, das ist Y. Ja, ich habe mich ja nach der Schreibweise erkundigt. Sie wissen, X, danach kommt Y. Ja, ja. Ist nur die Frage, wie man das... Soll ich da nur den Buchstaben oder das Wort hinschreiben? Haben Sie Any geschrieben? A-N-Y? Ja, das habe ich gemacht. Okay. Ich bin ja nicht doof. Nee. D wie Deutschland, Herr. T? D wie Deutschland. Deutschland, ja. E? E wie Ärger? Wie Äder, genau. Ja, das klappt aber so nicht. Also A umlaut, ja? Haben Sie D, E geschrieben? Ja, Sie haben E gesagt. E wie Ärgernis, ja? D und E. E oder E? Was sagen Sie da?
Was haben Sie geschrieben? Sagen Sie mir. Na, ich habe jetzt Ä geschrieben, wie bei Ärger oder Ärmel. Okay, was ist, was haben Sie alles geschrieben? Haben Sie Any, D, Ä? Ne, D und das Ä halt dahinter, ne? Wie bei dänisches Bettenlager, das Ä. Okay, D, S, ja. Wie Siegfried, und K wie Kaufmann am Ende. Ja. Haben Desk. Sie Any Desk geschrieben? Desk, ne? Also das genau. Ä wie bei Dänemark, ja? Any Desk. Haben Sie alles geschrieben? Ja. Na ja, schreiben Sie .com jetzt. Ja. Und danach suchen Sie das und schauen Sie da ein Zeichen mit grüner Farbe da und steht jetzt unterladen. Da steht, die Webseite ist nicht erreichbar. Prüfen Sie, ob anydesk.com einen Tippfehler enthält. Haben Sie Internet? Verbindung? Ja, ich lade ja nebenbei die Winnetou-Filme runter. Okay, versuchen Sie nochmal. Also Sie haben ja D wie Dänemark und dann E wie Ärger, ja? A wie Anton, N wie Nuremberg. Wie was? Wie Nuremberg. Was ist das? N wie Niedrig oder wie Nuremberg. Was ist Nudelberg? Wo ist das denn? Das ist egal, was das ist. Schreiben Sie einfach M. M. M, ja. M wie Martha? M wie Niedrig. M wie Niedrig, in Ordnung. Das schreibt man aber mit N niedrig. Soll ich jetzt M schreiben oder E? Haben Sie Any geschrieben? Ja. A wie Anton, ja. N wie Niedrig und Y. Ja, das habe ich geschrieben. D, E, E S oder, jetzt warten K, Sie. Wie Kaufmann. Sagen Sie E oder Ä? Erstmal D, danach ja. E. E. Danach S. Weil ich habe jetzt das mit Ä e. geschrieben, wie bei Ärger, aber da e. haben Sie ja auch gesagt, dass genau, das richtig ist. Genau, wie bei Ärger. Ne, Ärger schreibt man ja e. aber mit Ä und nicht mit E, darum frage ich ja. Okay, benutzen Sie WhatsApp unter dieser Nummer her? Was? Was mache ich? WhatsApp. Weiß nicht, was Sie meinen. Wissen Sie nicht, was WhatsApp ist? Nein. Wissen Sie noch? Okay, alles klar. Und sagen Sie mir nochmal, was haben Sie geschrieben? A, Anton, Nordpol, Y, Dora, Ärger, Siegfried, Kaufmann. Any Desk, ne? Ja, Desk, mit Auf A, Umlaut. Nicht mit A, mit E. Ja, aber das E ist ja das ist ja das A mit zwei Punkten obendrauf. Nein. E, nicht A. E wie Emil? Genau. Ja, sagen Sie das doch gleich. S und K. Das ist so eine rote Seite, ja? Ich habe das jetzt da bekommen. Okay, dann können Sie das runterladen? Was soll ich runterlassen? Die Rollladen? Runterladen. Das Grüne da, ja? Mit grüner Farbe und das hat eine rote und weiße Zeichen, ne? Ja, da steht 14 Tage Testversion. Kostet das Geld, das Programm? Nein, das ist frei. Ja, frei. Können Sie das frei runterladen? Ja, gut. Ja, ich lade genau das jetzt herunter. Okay, alles Mögen klar. Sie Vögel? Hallo? Warum stellen Sie so welche Fragen, Herr? Na, weil Sie gerade Vogel gesagt haben. Sie haben Vogel gesagt, oder? Ja, und Sie haben es wieder Vogel. Ja, deswegen. Und ich habe gefragt, ob Sie Vögel mögen. Das ist doch eine einfache Frage, oder war das zu schwierig? Ja, Vögel sind schön, oder? Ja, das sind tolle Tiere. Also, können Sie Vogelgeräusche machen? Nein. Können Sie? Ja, warten Sie mal. Das ist jetzt im Prinzip die indische Bergziegeneule gewesen. Ich habe die jahrelang betreut im Zoo bei uns. Und ich habe ja im Prinzip auch die höhere Hühnerschule besucht. Ich habe das Programm jetzt runtergeladen. Alles klar. Und machen Sie bitte auf. Soll ich das? Und da steht eine neunstellige Nummer. Soll ich das? Sagen Sie mir das Nummer. Muss das erstmal installieren, ne? Sonst geht das ja nicht. Ja, installieren Sie erstmal. Ja, natürlich. Machen Sie auf. Das wäre alles ich. Klar. Soll ich die Tür aufmachen?
Machen Sie, was Sie möchten, Herr. Ja, gut. Dann fange ich mit dem Reißverschluss an. So, ich habe das jetzt installiert. Alles klar. Und da haben Sie eine neunstellige Nummer. Sagen Sie mir das bitte. Haben Sie die nicht selber auch? Oder was soll ich jetzt machen? Geben Sie mir das Nummer bitte. Neunstellige Nummer. Das, was da links, unten steht, links, ja? Oben ist das. Ja? Ja, das ist 26. 26. Warten Sie mal kurz. 05. 05. 2021, also 26. Mai. 2026? Nee, 21. Wir können ja hier nicht in die Zukunft reisen. 2021. Ja, aber das Datum haben Sie doch selber auch. Warum fragen Sie mich das denn? Und noch eine Nummer? Ja, es ist jetzt 15.49 Uhr. 260520 21 und danach? Ja, das war's. Das 26. Mai 2021. Ja, aber nein, Sie haben eine Nummer da, eine neunstellige Nummer. Ganz links, oben. Bei Anydesk. Sind Sie bei Anydesk? Ach, in dem Programm, sagen Sie das doch gleich. Ja, das ist, genau. Das ist 98. 98. 46. 46. 46. 46. 966. 966. Ist das alles? Ja. Okay, ich schicke Ihnen jetzt eine Anfrage. Nehmen Sie das bitte an. Akzeptieren. Annehmen mit grüner Farbe? Ja, mit grüner Farbe. Genau, alles klar, jetzt sind wir verbunden. Okay, ach, das ist so wie die Fernwartung bei der V2-Rakete. Ja, genau. Ja, nein. Okay, gehen Sie bitte jetzt bei Google her. Was für eine. Was benutzen Sie? Egal, Google Chrome oder? Ja, Sie haben ja. Sie bei Google Chrome? Ich habe ja hier. Oder soll ich die Arbeit für Sie übernehmen? Sarkozy, ich habe hier den 4D-Fox, da habe ich ja hier den Chrome und den Opera. Okay, darf ich die Maus bewegen? Können Sie was, bitte? Darf ich die Maus bewegen? Ja, natürlich. Alles klar. Gehen wir bei Google erstmal. Okay. Und jetzt schreibe ich unsere Plattform. www.eofm.eu. Okay, das ist unsere Plattform, Herr. Schauen Sie. Ja, warte mal. Warten ja. Sie nur kurz. Bis das. Ihr Computer ist ein bisschen langsam, glaube ich, aber das ist kein Problem. Ich glaube, der Computer ist so alt wie ich selber. Den habe ich von meinem, ach so, ja, den okay, habe ich mal von meinem Enkel gekriegt, als der neuen ist, bekommen so. Hat. Weil ich suche da ja, jetzt ja, bei ja, Tinder ja. Halt immer nach Frauen. Ne? Na, alles klar. Kein Problem. Hier bei diesen Zeichen, so wie ein Mensch, können Sie da einloggen. Klicken Sie da drauf erstmal. Ihre Seite sieht aber sehr komisch aus. Warum? Ne, das ist alles so dunkel. Da wird man ja depressiv. Achso, nein. Warten Doch. Sie nur kurz. Wir sind noch nicht eingeloggt. Deswegen. Aha. Klicken wir da drauf erstmal. Warten wir bis... Ziegen? Bis das drauf ist. Nein, ich habe gesagt, klicken wir das erstmal. Ich glaube, Ihr Computer ist viel zu langsam. Herr. Ja, können Sie mir aber da helfen? Kein Problem, warten wir. Ja, deswegen habe ich geklickt. Lassen Sie die Maus frei, kurz. Ich soll die Maus freilassen, aber ich habe 7 Jahre ja. gebraucht, um dir beizubringen, den Ventilator anzumachen. Ich kann die jetzt nicht freilassen. Hallo? Können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse schreiben? Ja, wo ist denn die Lupe? Oder ich habe hier sonst immer meine Lupe. Warte, ich übernehme die Arbeit für Sie. Ich brauche das. Ohne die kann ich nicht sehen. Warten Sie, lassen Sie die Maus frei kurz. Da.
Warten Sie kurz, Herr. Lassen Sie die Maus frei kurz. Wo soll ich die denn hinlassen? Im Garten draußen? Ich mach das für Sie. Warten Sie. Einfügen. Ein das Vogel? Ist Ihre E-Mail-Adresse. Bei Ihnen, ja? Das ist E-Mail-Adresse. Ja. Einfügen, habe ich gesagt. Nicht ein Vogel. Ach so. Okay. Ich habe auch Warten eine Taube. Warten Sie kurz. Haben Sie Vögel auf Ihrem Haus? Ja, im Dachboden und halt auch im Oberstübchen, nicht wahr? Ach so. Okay. Haben Sie auch einen Vogel? Nein, ich habe keinen Vogel. Ja, schade. Ich habe nur eine Katze. Eine Katze? Ja, die mag aber ja, Vögel. Genau. Ja, genau. Was versuchen Sie denn jetzt gerade? Ich wäre schon lange fertig. Ja, wir warten nur... Ihr Computer ist ein bisschen langsam, deswegen. Wir müssen die da steht doch noch gar kein Passwort drin. Okay. Und jetzt schreiben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein automatisches Passwort und wir werden das später erneuern. Und Sie werden ein Passwort nur für sich machen. Nein, 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 Herr. Was Herr, denn? Lassen Sie das. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Erstmal ist 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein automatisches Passwort. Das ist aber nicht sehr sicher. Ja, deswegen werden wir das erneuern. Okay. Jetzt schauen Sie, das ist Ihr Konto bei uns. Kondom? Schauen Sie diesen Kreis. Nein, nein, Konto, nicht Kondom. Schauen Sie diesen Kreis, hier so wie ein Welt. Ja. Mit Blau. Hier werden Sie die Sprache erneuern. Ja, die Machen Sprache erneuern. Deutsch. Genau. Jetzt ist auf Deutsch. Das ist aber schlecht okay, jetzt. Das ist aber schlecht übersetzt. Nein, es ist Profil bearbeiten, Anzahlung, abheben, alles. Also das Wort, das Sie suchen, heißt wahrscheinlich Einzahlung. Weil eine Anzahlung ist, sag ich mal, wenn man bei einem Kaufvertrag eine partielle Zahlung im Vorfeld tätigt, damit zum Beispiel der freundliche Kaufmann die Jacke nicht weitergibt, sondern ich verstehe Ihnen, aber das war auf Englisch, deswegen haben die... Ja, aber wer hat das denn übersetzt? Ist der besoffen gewesen? Ja, ich verstehe Ihnen. Kann das sein? Verstehen Sie? Ich glaube, dass Sie gar nichts verstehen, aber egal. Ja, ich habe alles verstanden. Sie sagen, dass... Er war besoffen oder so. Ja, aber das ist ja falsch übersetzt. Ne? Das ist ja nicht okay, sehr seriös. Okay, ich verstehe Ihnen. Kann ich mal mit ihm sprechen, der das übersetzt hat? Ich muss ihm ja sagen, dass das falsch ist. So. Ich weiß nicht, wer hat das übersetzt, Herr. Vielleicht Internet hat das übersetzt. Das Internet? Das war auch so ein Roboter? Genau. Cybertron oder Megatron? Welcher von denen war das? Keine Ahnung, vielleicht Megatron oder etwas anderes. Ja. Aber schauen Sie Konto hier, das ist Ihre Kontonummer. Soll ich das aufschreiben? Nein, Sie haben das hier, Sie können jederzeit einloggen, verstehen Sie? Einloggen? Das ist Ihr Einloggen. Das ist Ihre Kontonummer und da bei Kontostand steht 0, Herr. Ja, da haben Sie gut Weil erkannt. Sie gar keine Konto, Sie haben keine Kontoaktivierung gemacht. Oh, ist das hier mein neues Passwort? Nein, wir machen das später. Hier bei Spanne. Spanner? Selber. Bei Spanne steht das 0, weil Sie gar keine Profiten geschafft haben. Gucken Sie mal, wenn man das hier so lässt, dann sieht das aus wie so ein Smiley. Gucken Sie mal, die Null sind die Augen und der Cursor alles ist so die Nase. Herr, lassen Sie mich kurz erklären, wie das funktioniert. Danach. Aus eigenen Kapital, ja? Da steht auch Null, weil da werden die Profiten stehen und die Geld, was Sie investiert haben. Hier bei Anmeldung werden Sie Handel machen. Von wo rufen Sie eigentlich an, sagen Sie mal? Ich rufe Sie an von Berlin. Berlin? Wo denn in Berlin? Ich habe da 7 Jahre lang gelebt. Das ist ja so eine schöne Stadt. Wie bitte? Hafen? Hallo? Friedrich, Straße 50. Ja, welcher Stadtteil ist das?
kann Sie gerade ganz schlecht verstehen. Wie bitte, Herr? Ja, wie bitte? Herr, schauen Sie, ich habe gefragt, Anmeldung in welchem Stadtteil von Berlin das sich befindet. Ich habe Ihnen gesagt. Ja, Sie haben mir die Straße gesagt, Vierte. Aber ich wollte wissen, in welchem Stadtteil, in welchem Viertel das ist. Oder ist das im Ghetto? Hallo? Hallo, Herr, die Verbindung war schlecht. Ist die Frage, nochmal, Sie haben mich gefragt, ist die Frage zu schwierig? Ach so, Sie meinten welche Gegend, oder? Ja, ja, welche Gegend? Schöneberg, Herr. In Schöneberg, oh, da habe ich gewohnt. Mariendorfer Damm 179. Okay. Falls Sie Ach das so, kennen. Ach so, alles klar. Okay, das war eine ganz klabautrige Zeit. Ich sage Ihnen, da sind wir mal verhaftet worden, ne, von der Polizei. Da haben wir 3 Stunden in der Ausnüchterungszelle verbracht. Und als die uns dann rausgelassen haben, da hat der Polizist gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen klabauterhaften Abend und einen wundervollen AIDS-Tod. Und dann durften wir wieder nach Hause gehen. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ja, ich hab so gekämpft oder so in einer Bar. Sind Sie beim Militär gewesen? Und wir haben die ganze Bar kaputt gemacht, wissen Sie? Warum machen Sie denn sowas? Weil wir hatten nur eine so Schlägerei oder so. Ja, aber da können Sie doch nicht das Gebäude abreißen. Ich war mit Freunden und deswegen ist das passiert. Aber ich war noch jung, verstehen Sie? Ja, das sei Ihnen vergeben. Okay, dann, ich wollte Sie jetzt weiter erklären, Herr. Ja, Sie wollten mir mal sagen, wie viel man da überhaupt verdienen kann. Jetzt sprechen wir schon eine halbe Stunde. Sie haben mir noch gar nichts erzählt. Ja, deswegen wollte ich Ihnen jetzt erklären. Aber mit wie viel möchten Sie anfangen? Ja, ich möchte anfangen. Auf jeden Fall. Ich habe mir das schon aber zu mit Herzen wie viel, genommen. Mit wie viel möchten Sie anfangen? Erstmal zu probieren, wie viel... Und was, danach sage ich Ihnen, wie viel verdienen Sie? Meinen Sie, wie viel Geld Zum ich Beispiel, da investieren möchten Sie, möchte? Ja, mit wie viel Geld möchten Sie investieren? Ja, was wäre denn sinnvoll? Also ich wollte schon gerne gut Geld verdienen, ne? Okay, aber was ist gut Geld für Sie? Was ist gut Geld? Na, ich würde gerne was möglichst viel verdienen. Zum Beispiel, wie viel? Naja, so 500-600 im Monat wären schon toll. Da könnte ich mein Enkelsohn, der will jetzt studieren, da könnte ich dem ein bisschen helfen. Können Sie mit 500 anfangen? Ja, das ist kein Problem. Und wie werden Sie noch einen Bonus geben? Für 150? Ein was geben? Sie werden auf Ihren... Ein Bonus. Was heißt das? Das heißt, Sie werden mit 650 anfangen. Ach, und ich muss nur 500 bezahlen? Genau. Das ist ja großartig. Okay, dann, aber soll ich erstmal Sie zeigen, wie Sie eine Auszahlung machen können? Ja, erstmal muss ich ja was verdienen. Das bringt mir ja nichts jetzt im Moment, oder? Oder ist da jetzt das Bonusgeld schon drauf? Ja, aber ich will Sie nur zeigen, damit Sie das wissen. Und danach können Sie das später selber machen. Verstehen das kann Sie? Ich mir doch gar nicht merken. Ich bin ein alter Mann. Aber ja, zeigen Sie mal, okay, wenn das... Okay, kein Problem. Dann machen wir zusammen das. Später, wenn Sie verdienen schaffen. Okay, dann gehen wir bei Anzahlung. Payment Method. Und was für eine Karte benutzen Sie, Herr? Katze? Nee, ich habe nur Funke. Benutzen Sie eine Visa oder Mastercard? Nee, Sparkasse. Sparkasse? Ja. Dann müssen Sie eine normale Überweisung machen. Nee, warum denn? Weil hier bei unserer Plattform können Sie nur mit Visa oder Mastercard das machen. Schauen Sie hier, Mastercard oder Visa-Card. Ja, und was ist das hier, das OKPay? Ist das Chinesisch? Sowas wie Umleitung der chinesische Verkehrsminister? Nein. Okay, Pai. Das ist ganz was anderes. Aber okay, haben Pai. Sie eine... Pai. Haben Sie eine Visa oder Master oder haben Sie nicht? Ja. Ja? Ja. Okay, Master? Ja. Oder? Ja. Okay.
Okay, nimm Sie Ihre Karte, bitte. Hi. Was kann ich mal sein? Nimm Sie Ihre Mastercard, bitte. Ja, da muss ich gerade erst mal gucken. Dann, kein Problem, ich warte auf Ihnen. Ob der Tenno die hier auch liegen gelassen hat. Kennen Sie den Tenno? Ja. Ja. Okay, kein Problem. Finden Sie das und sagen Sie mir. Weyert, ist das nicht dieser Betrüger, die pleite gegangen sind? Hier dieses wäre Weyert-Card hier unten? Was meinen Sie? Na, das war doch dieser Karten oder diese Bank, die pleite gegangen ist wegen den Bilanzfälschungen. Ist das nicht dieses Weyert-Card gewesen? Nein, nein, nein. Mal bei Google suchen. Haben Sie Ihre Mastercard oder haben Sie nicht? Ja, ich muss sie erst suchen. Soll ich das machen? Ja, suchen ja. Sie das bitte. Einen Moment bitte. Okay. Irgendwo habe ich sie. Ich finde sie. Okay, finden Sie das und sagen Sie mir. So, ich habe sie gefunden. Mastercard im Gold Design 4D Marketing. Alles klar. Sie haben mir gesagt, Sie fangen an mit 500, ne? Mit was? 5 Hühner? Nein, 500 habe ich gesagt. Also ich habe im Prinzip momentan nur 3, aber eins ist schwanger, also eigentlich sind es 5. Haben Sie nur 300 auf Ihren Karte? Was denn? Hühner? Nein, 3 Hühner, nicht 300. So viel Platz habe ich doch gar nicht. Ich habe ja noch einen Kuckuck. Okay. Haben Sie Ihre Mastercard? Ohreule, im Prinzip. Haben Sie Ihre Mastercard genommen? Ja, ich habe die richtig genommen. Okay. Von hinten. Klicken Sie bei Submit. Bei was soll ich machen? Klicken Sie hier bei Submit. Ach, das. Alles klar. Ich kann leider kein Englisch lesen. Was steht denn da? Klicken Sie bei Next, Herr. Klicken Sie bei Next erstmal. Was steht denn da? Da steht auf Englisch. Ja, das weiß ich. Ich wollte wissen, was. Sie da Next steht. Das da steht was von Detail. Das ist ja, sag mal. Ja, genau. Das sagt, please provide the missing details. Ja, was heißt das? Sie müssen richtig Ihre Daten machen, schreiben. Verstehen Sie? Dann also, müssen wir erstmal Ihre Daten. Also ich habe ja im Prinzip schon mehrere Bücher geschrieben. Nein. Doch. Lassen Sie soll ich bitte die Maus frei kurz. Soll ich Ihnen die ISBN-Nummer geben? Nein. Nur warten Sie kurz. Ja. Gehen wir bei Dashboard erstmal und bei Techno? Profil bearbeiten und schreiben Sie bitte Ihre Daten jetzt. Ist das richtig, Ihr Vorname, Nachname? Ja, das ist der erste Name. Okay, schreiben Sie Ihre Stadt. Huch, nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich Stadt. Nein, lassen Sie das. Nee, das ist ja aber nicht Nachname. Mein richtiger Name. Das ist mein zweiter Vorname. Okay, alles klar. Und schreiben Sie bei Stadt. Okay. Jetzt bei Stadt. Schreiben Sie Ihre Stadt. Alles klar. Und gehen Sie ein bisschen nach unten. Was ist das hier? Bierdate? Birken? Geburtsdatum ist das. Ach so. Schreiben Sie bitte Ihr Geburtsdatum. Ich habe mich verschrieben. Okay, ist das alles richtig? Wenn das alles richtig ist, nein. Wo ist Ihre... Schreiben Sie bei State bitte Deutschland? Bei was bitte? Wo leben Sie jetzt? Ja, in Kalkutta. In Kalkutta? Nein, das steht doch hier, Altschauerberg ist meine Stadt. Okay, alles klar, dann schreiben Sie... Gehen Sie einfach runter. Ganz runter und klicken Sie bei Anreich. Erreichen. Alles klar. Das hat schon geklappt.
Und jetzt gehen wir. Warten Sie nur kurz. Lassen Sie die Maus frei kurz, Herr. Soll ich den Hamster auch freilassen? Ja, lassen. Ah, okay, alles klar. Sind Sie von der militanten Tierrettung? Militante Tiere? Ja. Warten Sie kurz. Aber warum ist Ihr Computer so langsam? Ist das heute Ihr erster Tag? Können Sie bei Dashboard klicken? Nee, da ist ja die Lupe drüber, da komme ich jetzt ja gar nicht dran. Klar. Jetzt, Herr, wir schreiben das nochmal. Ich mache das mal größer für Sie, damit Sie das besser sehen können. Gucken Sie mal. Nein, das ist kein Problem. Ich sehe das alles, ich schaue das. Aber lassen Sie bitte die Maus frei, kurz, Herr. Ja, die ist doch schon frei. Die hat sich jetzt ja über die Nudelvorräte hergemacht. Das ist alles Ihre Schuld. Klicken Sie bei Amount, Herr. Nee, kann ich ja nicht. Die Bildschirmlupe nimmt ja den ganzen Platz ein. Guck mal. Da muss ich jetzt draufdrücken. Okay. Lassen Sie die Maus frei. Gangstalker. Lassen Sie den Hamster frei. Das Meerschweinchen auch. Okay, klicken Sie. Probieren Sie bei Amount zu klicken. Bei den Maulwurf? Pell. Soll den Maulwurf drücken? Amount. Bei die zweite Pell. Amount. Hier, Herr. Was machen Sie da runter, Herr? Sie haben gesagt, ich soll da Maulwurf reinschreiben. Nein. Klicken Sie bei Amount. Hier. Ich dachte, Sie wollen das für mich ganz machen. Ganz links. Ja, aber ich kann nicht. Ich kann die Maus nicht bewegen. Warum nicht? Deswegen. Guck mal, jetzt aber. Okay, schreiben Sie 500. Ja. Alles klar. Und klicken Sie bei Submit. Haben Sie 5000 geschrieben, Herr? Muss klein. Möchten Sie mit 5000 oder mit 500 anfangen? Ja, das müssen Sie mir schon sagen. Ich kenne mich da ja nicht aus. Aber das geht ja wohl nicht, ne? Da stand irgendwo, Sie haben. Wenn Sie mit. Okay, machen Sie 500 erstmal. Das ist so schnell. Ich wollte das gern mal lesen. Wert muss kleiner sein. Schreiben Sie 500, Herr. Lassen Sie, ich mache das für Sie. Jetzt klicken Sie bei Submit. Submit, schauen Sie. Ist das hier. Russisch? Das hört sich so russisch an. Nein, das ist Englisch. Submit. Submit, blöd. Иди нахуй. Submit, blöd. Иди нахуй. Ja, können Sie Russisch, mein Freund? Klicke. Ein bisschen. Ja. Jovanov Rot. Ja, дай мне ja Vodka, пожалуйста. Guck mal, ich helfe dir. Klicken Sie bitte bei Submit. Klick, okay, alles klar. Du kleiner Gopnik. Und jetzt Gopnik. Klicken Sie bei. Du bist so ein kleiner Gopnik, Bate. Oder? Kennst du Gopnik? Nein, ich kenne Gopnik nicht. Klicken Sie bei Payson. Was machen? Ist deine Maus kaputt? Bei Payson. Nein. Sie können da draufklicken. Warte bei die graue Tabelle. Klicken ja, aber ich sehe das doch gar nicht ohne meine Lupe. Das hier? Oh. Alles klar, jetzt schreiben Sie Ihren Namen erstmal. Ja. Schon Name, wieder? Nachname. Ja, weil das ist von Ihrer Karte. Genau. Und jetzt nehmen Sie Ihre Karte, Ihre Mastercard und schreiben Sie alle. Ja, haben Sie da drauf. Klicken Sie da. Und jetzt schreiben Sie die Nummer hinter Ihrer Karte. Nochmal, soll ich was machen? Rückseitennummer. Rückseitennummer, die dreistellige Nummer. Die da? Okay, und klicken Sie bei Submit. Warten Sie kurz, gucken Sie, ob Sie das alles richtig geschrieben haben. Ich muss ja, ich sag mal, die Auflösung noch vergrößern. Okay, klicken Sie bei Submit. Ja, schauen Sie mal, das T ist im Bereich vom Sicherheitscode mit drin. Das kann deswegen sicher nicht funktionieren.
Und außerdem fällt mir auf, ich habe vergessen, meinen Nachnamen reinzuschreiben. AIDS? Also. Du hast ja schon drauf gedrückt. Ist ja auch frech. Das hat nicht geklappt, Herr. Ja, warum nicht? Hallo? Wer ist denn der Mann, der im Hintergrund immer alles vorsagt? Warten Sie nur kurz, Herr, weil ist ein Problem, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Warten Sie nur kurz. Gib mir mal den Mann da hinten. Der da immer reinredet. Was ist denn los mit dem da? Ist ja unfreundlich. Was machst du denn jetzt? Ja, hallo. Hallo? Ja, ich bin der Alex, der Alexander. Wie geht es Ihnen, Herr? Ja, wunderbar. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Ich freue mich, dass es Ihnen gut geht, ja? Ja, das freut mich auch besonders. Ist der Kollege neu von Ihnen, der heute erst angefangen hat? Ja, ist ein bisschen neu. Ja. Er arbeitet hier seit 2-3 Wochen, ja? Ah, das, und wie lange machen Sie das schon? Ich persönlich mache das auch fast ein Jahr. Oh, das ist aber auch schon eine ganze Zeit, nicht wahr? Ja, so. Und können wir versuchen, also die Beste zu machen, ja? Nochmal wie bitte? Wir versuchen, unser Beste zu machen, meine ich. Sie sprechen viel zu schnell, ich kann Sie gar nicht verstehen. Also, ich bin schon älter. Wir versuchen, ja, wie alt sind Sie, darf ich fragen? Ich bin 79. Also, verstehe ich. Wie bitte? Ja, aber Sie sind aber immer noch jung. Ja, wenn Sie meinen, werden Sie mal so alt, dann sehen Sie das nicht mehr so. Ja, weiß ich Bescheid. Okay, so, können wir weiter mit der Kontoaktivierung machen? Ja, können Sie uns denn helfen? Weil der Kollege, der kann das einfach nicht. Ja, ich kann das also ausprobieren von einem anderen Prozessor, ja, eine andere Webseite. Prozessor? Ja. Ja. Wenn Sie den Maus kurz freilassen, bewegen Sie nicht, berühren Sie nicht. Nee, ich habe gerade meine Pfeife in der Hand, ich berühre gar nichts. Alles in Ordnung. Okay, dann ich werde das kurz bewegen dann, um das kurz zu öffnen. Aber bitte in schön rhythmisch hoch und runter immer, ja? Ja, ich brauche die Lupe. Hallo? Ohne die kann ich nichts sehen. Also. Weiß ich Bescheid, aber ich könnte auch nicht bewegen mit der Lupe. Ich mache das nur kurz für Sie, dann können wir wieder die Lupe anmachen. Ja, Hans ist aber nur der erste Vorname, da müssen ja noch die anderen Nachnamen rein. Das ist kein Problem. Jetzt ist die Nachname, wie ist die, Ihre Familienname oder Nachname? Vorderziege. Nee, Ziege, nicht Ziegel. Also, wie der Ziegenbock. Und mit einem kleinen O, bitte. Wollen das ja orthografisch schon ordentlich machen. Und ornithologisch auch, weil wir haben ja vorhin mit dem Kollegen gesprochen, der hört sich ja an wie ein Hühnchen, nicht wahr? Also, okay, so. Welche von diesen E-Mail-Adressen benutzen Sie? Es sind beides die gleichen. Okay, ja, sind die gleichen. Und wann sind Sie bitte geboren? 8. Mai 45. Afghanistan? Deutschland? Nein. Da habe ich aber nichts mit. Es Möglichkeiten, ja? Nein. Was ist denn Germany, Gambia? Das kenne ich gar nicht. Die sind also die verschiedenen Länder, also wo man also geboren sein kann. Die sind in Deutschland geboren, oder? Ja, natürlich. Habe ich Deutschland geschrieben. Und ich wohne immer noch in dem gleichen Haus, in dem ich gezeugt, geboren und aufgezogen wurde. Also, okay, verstehe ich. Postleitzahl 91448. Okay. Okay, mal zurückgehen. Was ist das? 07221. Noch kurz. 07221. 76. 76. 9743. 9743. Okay, mal schauen. Was steht denn da? Sie sind viel zu schnell. Das ist kein Problem, also es war etwas Unwichtiges. Darf ich mir ein Passwort aussuchen?
Diese Wale hier werden Sie also eigentlich also fast also niemals wieder benutzen? Ich habe kein Wort verstanden. Automatisch. Es ist eine automatische Seite, ja, automatisches Passwort. Ja, aber ich hätte gerne ein eigenes Passwort, weil ich kann mir das doch nicht merken. Werden wir schon ändern, aber bei unserer Plattform. Das ist der andere Prozessor, die sind unsere Geschäftspartner. Ja, hier bei Posteingang haben Sie die E-Mail-Adresse, oder? Okay, machen Sie wieder die Bildschirmlupe. Nur kurz. Okay, wahrscheinlich kommt das gleich. Wo sind wir denn überhaupt drin? Bei Ihrer E-Mail-Adresse. Mal kurz hier schauen. Sind Sie Wladimir Paruski? Nein, nein. Nicht. Ich weiß nicht, wer Wladimir ist. Ich habe vergessen, die Anmeldung zum H&M-Gutschein zu bestätigen. Machen Sie das gerade? Ja, ich versuche ja Gutscheine zu gewinnen. Okay, alles in Ordnung. Oh, wie viel gibt es? Viele. Okay, lassen Sie bitte kurz frei. Sind Sie Selina Schmidt? Nein, nein, nein. Ja, ich bin keine Frau, oder? Wie bitte? Ich bin nicht eine Frau, oder? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, okay dann. Okay, warten wir kurz. Ich muss hier schauen, ob die E-Mail schon gekommen ist. Naja, offensichtlich nicht, ne? Ja, ja, kommt wahrscheinlich auch auf die andere. Ja, mein Meer. Oder beim Spam wahrscheinlich. Alle E-Mails hier. Dort ist das. Der Hans steht da. Das ist aber falsch geschrieben. Du musst das aber. Aber das ist ja falsch geschrieben. Das heißt ja der Hans. Das ist ja maskulin. Nein, nein, nein. Das ist auf Englisch. Ah, das war, warum ist das denn alles lieber auf Englisch Hans. Bei euch? Lieber Hans ist das, ja? Hans Maulwurf. Okay, lass uns. Das ist ein legendärer Name, den sollte man auf T-Shirts drucken. Ja. Ja. Haben Sie schon ein T-Shirt von mir? Habe ich nicht. Würden Sie mir gerne eines schicken? Ja, ich kann dir nachher den Link schicken, da kannst du das kaufen. Hast alles ja, in Ordnung, machen wir dann später. Hast ja genug Geld wahrscheinlich, ne? Ein T-Shirt zu kaufen? Ja, ja. Wahrscheinlich ja. Und wie lange musst du heute arbeiten? Ich arbeite normalerweise bis um 19 Uhr. So lange? Ich komme hier also um 13 Uhr. Das ist nicht ganz lange. Ach, Nachtschicht. Ja. So, und Sie wollen mit 500 Euro anfangen, oder? Eulen? Euro. Ja. Okay. Und Sie nutzen eine Kreditkarte, ja? Eine Kadettenkarte? Kreditkarte. Ja. Hallo. Ich bin immer noch hier. Warten Sie nur kurz. Ja. Ja. Ich werde hier was einfügen. Bitte lassen Sie kurz den Maus frei. Ja. Haben Sie schon, oder? Okay. Dankeschön. Was ist das jetzt? Da steht irgendwas die von 35.000 Euro. So viel habe ich doch nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Nein, lassen Sie bitte kurz am Maus frei. Wo haben Sie so viel gelesen? Da. 500 Euro steht dort. Nein, nein. Das ist, wie hoch der Bitcoin ist. Der Preis von Bitcoin. Lassen Sie kurz frei.
Ja, bitte, lassen Sie kurz. Okay. Ja, einfach mal die Verifikation überspringen, meine Güte. Ihr habt ja wirklich gar keinen Charme, ne? Nein, wir machen das ein bisschen später, ja. Muss aber gemacht werden. Ja, ist klar. Alles in Ordnung, bitte schreib. Haben Sie die Kreditkarte dabei? Ja, die habe ich dabei, die habe ich unter der Zunge immer. Okay, schreiben Sie bitte die Nummern von der Karte. Bin doch nicht blöde. Wie bitte? Wie bitte? Sie sollen die Nummern von der Kreditkarte schreiben. Ja, damit du mir das Geld klaust. Ich bin nicht so dumm, wie du aussiehst. Nein, nein. Aber ist schön. Sie wollen dann aber mit 500 anfangen, oder? 500 Eulen, ja genau. Was ist eine Eule dann? Kennen Sie keine Eule? Ich kann das nicht. Hallo? Ja, ich bin hier. Was ist denn passiert? Hallo, hier ist Dimitri, du scheiß Betrüger. Wir haben jetzt deine Bitcoin-Adresse. Wir gehen damit zu den Bullenblätt. Und? Scheiß Wichser, du Dummer. Zu den Bullen? Scheiß Betrüger, Alter. Wir haben dir eine Stunde Zeit... Eine Stunde Zeit geklaut. Eine Stunde Zeit geklaut. Dummer Betrüger. Dummer Betrüger. Alles falsche Daten, du Trottel. Aber nur 10 Minuten gesprochen. Was für eine Stunde sagst du? Was glaubst du da? Na, mit dem anderen Trottel von dir. Wenn wir jetzt eine Stunde haben, wir euch Zeit geklaut. Scheiß Betrüger! Scheiß Betrüger! Du bist live bei YouTube! Du bist live bei YouTube, du Bastard! Du bist live bei YouTube, du Wichser! Ich bin live am YouTube! Du bist Hallo live! Leute. Hallo Leute! Sag mal, wie viele Leute verarscht du am Tag, du Schwein, du Dummes! Ich verarsche dich und deine Mutter jeden Tag! Ne, offensichtlich habe ich dich gerade verarscht! Mir geht's super! Schön, dich mal wieder zu sprechen, du Trottel! Geht es dir super, das klappt bei dir auch jedes Mal! Du fällst jedes Mal wieder auf mich rein! Ich freue mich so! Schön! Alles in Ordnung, ich bedanke dir dann, schön, da schreibe ich eure Internetadresse in den Titel von meinem Video und in ein, zwei Tagen wird jeder, der nach eurer Firma googelt, der sieht dann mein Video statt eurer Internetadresse und dann klappt der Scheiß drauf? Nicht mehr. Die ganzen Leute, die dann das Geld nicht bei euch reinwerfen, bei euch Idioten, sucht ihr mal richtige Arbeit, geh Toilette putzen, du Schwein. Geh Toilette putzen. Kannst du mir einen Vertrag... Ja, gib mir einen Arbeitsvertrag und ich komme vorbei. Aber du hast doch bestimmt kein Visa. Du bist doch abgeschoben worden, so kriminell wie du bist. Warum so? Oder nicht? Was soll ich sagen? Soll ich ja sagen oder nicht? Und du lügst ja sowieso, egal was du sagst. Von daher ist ja egal, was du antwortest. So, wer gibt den Scheiß rauf dann? Die Zuhörer. Die möchten gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Die Zuhörer, wie viele Zuhörer hast du? 16.000 gerade. 16.000 gerade, das glaube ich nie. Warum nicht? Komm, ich zeig dir meine Seite. Mach mal Internet, geh mal bei dir Internet rein. Ja, mach mal auf. Nee, nicht bei mir, musst du bei deinem Computer gucken. Nein, mach mal auf hier. Nein. Mach, musst du bei dir gucken, ist cooler. Mach mal bei dir, du Fickfeller. Nein, wenn du solche bösen Schimpfwörter sagst, mach ich das nicht. Okay, mach dann auf deinem Computer, meine Lieber. Ne, machst du auf deinem Computer oder hast du Angst? Und warum auf meinem Computer? Weil ich der Chef bin und das sage. Ich bin der Chef, ich sage das. Du bist der Chef von wem? Von dir. Du bist der Chef von mir? Ja, ich bin der Chef. Du kannst einfach mein Schwanz erstmal lutschen, dann kannst du der Chef sein. Ich bin der Chef von Callcenter, das war Testanruf. Du bist ganz schlechter Mitarbeiter, du bist gekündigt. Ich lass dir der Chef sein, ja, aber nachdem du meinen Schwanz gelutscht hast, ja? Nein. Meine Lutsche machen. Ja? Ich habe gerade keinen Strohhalm. Strohhalm ist ausverkauft, weil du darfst jetzt ja kein Plastik mehr benutzen. Geht leider nicht, tut mir leid. Plastik wäre kein Problem für mich, ja? Das glaube ich dir. Eine Blase machen. Ja? Eine Blase machen. Wo hast du dein Deutsch gelernt? Bei Kaugummiautomat oder? Wie hast du gemacht? Bei Kaugummiautomat natürlich. Beim Kaufland Toiletten. Oh, du bist so richtig kluger Junge. Hast du Hauptschulabschluss geschafft oder ist es zu schwierig gewesen? Habe ich wahrscheinlich nicht, oder? Nee, glaube ich nicht, sonst würdest du nicht so eine armselige Arbeit machen. Geh mal zur Schule, Blät. Oh, Blät, Kurwa. Kurwa, Matsch. Das ist aber Polnisch, nicht Russisch, Suka. Präsident Putin kommt dich nicht holen. Russisch, Suka. Nein, lass Nein, uns mal was hier, trauen. Nein, du kannst hier nicht solche... Nicht solche Seiten aufmachen. Warum? Können deine Zuschauer beim
Beim Twitch das nicht schauen? Nein, da kriege ich gesperrt, wenn du hier Pornhub aufmachst. Oh, du kriegst eine Sperre, da gebe ich keinen Scheiß drauf. Das weiß ja? ich. Warum hast du das zugemacht? Lass die Zuhörer was Echtes, was Gutes schauen. Aber die Leute können Pornhub gucken, wenn die hier fertig sind. Manche haben ihn jetzt ja schon ausgepackt, aber ist egal. Komm, ich zeig dir jetzt, mach mal Browser auf, ich zeig dir meine Seite. Ich mach gar nichts auf, Mann. Du kannst also dann weggehen, ja, da ich muss also meine Arbeit weitermachen. Das ist keine Arbeit, du kriminelles Schweinblatt. Warum bin ich nicht kriminell? Weil du Leuten das Geld wegnimmst. Du hast gerade die Scheiße, wolltest du auf deine Bitcoin-Adresse schicken. Nicht? Das Tolle ist, ich hab deine Bitcoin-Adresse jetzt da. Du wolltest aber Trading machen, oder? Nö, ich wollte dir einfach nur die Zeit stellen und ein Video drüber machen, wie er den Leuten das Geld klaut. Dann der Nächste will aber Trading machen, ja, und er kann Trading machen. Ja, aber in ein paar Tagen werden ja die ganzen Suchergebnisse bei Google dann immer anzeigen, dass ihr Betrüger seid, bei Trustpilot, Twitter, Facebook, YouTube. Aber wer geht beim Google dann? Jeder guckt. Oder viele zumindest. Ja, zumindest, ja. Aber ich werde dir jetzt nicht allzu viele Tipps geben, ne, dass du dein Game nicht verfeinern kannst, aber ihr seid sowieso dumm wie Toastbrot, von daher ist das ja egal. Ja. Du würdest das eh nicht verstehen, egal, ja. Wenn ich dir jetzt Bauplan gebe. Du kriegst ja nicht mal eine Sandburg mit Förmchen gebaut. Was ist falsch gelaufen in deinem Leben? Ist deine Familie stolz auf dich? Gehst du nach Hause und sagst, Mama, ich habe heute 10 alten Leuten das Geld weggenommen. Was bist du für ein armes Arschloch? Nein, sag ich nicht. Aber schämst du dich dafür? Schämst du dich dafür? Nein, natürlich nicht. Warum soll ich einen Scheiß drauf geben? Weil du Leuten das Geld wegnimmst, statt zu arbeiten. Mach ich aber nicht, wie gesagt. Ich mache sowas nicht. Nein, darum bist du auf eine Handelsplattform ohne Lizenz. Eine Kunde aktivieren zu machen, ja. Alles Betrüger, ich betrüge aber niemanden. Ja, Habe ich doch gerade Live-Video. Ihr lockt euch auf meinen Computer und macht dann einen Kaufvertrag in meinem Namen. Das wäre nach Handelsgesetzbuch nicht mal ein gültiger Kaufvertrag, weil nicht ich gemacht habe, sondern du. Sondern sie haben aber alles zugestimmt. Du hast überall geklickt, ich habe überhaupt nichts gemacht. Haben sie aber selbst geschickt, ja? Nein, du hast alles abgeklickt. Sie können das mit der Lupe sehen, oder können sie das mit der Lupe nicht sehen? Nee, die Lupe war nur da, um euch zu nerven. Dein Kumpel war ja zu blöd, damit umzugehen. Ja. Ist ja zu blöd, um eine Maus zu bedienen. Und du bist wahrscheinlich mit 9 Monaten da der Dienstälteste, weil alle anderen wahrscheinlich vorher erschossen, verhaftet werden oder Gewissensbisse kriegen. Okay, sie ja, wahrscheinlich gerne Mafiosi. So, in welchem Mafiosi. Land sitzt dir? Bulgarien, Ungarn, Türkei? Wo denkst du? Du lügst ja sowieso, von daher sag mir einfach irgendein Land. In Berlin bist du nicht, das ist klar. In Berlin bin ich nicht. Das Warum ist doch. Bist du so sicher? Weil die ganzen Betrüger immer im Ausland sitzen. Im Ausland sitzen? Zypern. Okay. Zypern. Zyprien. Was kennen Sie über Zypern? Oh, diese tolle Sysak sind beste Freunde von mir. Beste Freunde von dir aus Zypern? Ja, kennst du Sysak? Kann ich schon. Siehst du? Die kommen dich auch holen. Okay. Putin, Sysak, Merkel, die kommen alle zu dir. Und warum soll Putin bei mir kommen? Weil du russische Mitbürger Geld weggenommen hast. Das nimmt Putin persönlich. Putin persönlich. Hätte ich also Geld von Putin genommen, ne? Nein, nicht von Putin. Ich also nicht wieder hier, ja? Du hast Sohn von russischen Botschafter hast du Geld genommen. Präsident Putin kommt dann nicht hintertreten. Der Putin kann mich also persönlich treffen, ja? Der kann mir auch einen Blase machen, ja? Aber ich gebe euch Scheiß drauf. Auch spätestens jetzt bist du wirklich auf der Watchliste von FSB. ich habe aber nichts mit Putin zu tun, ja? Ja, noch ich nicht. Jetzt Russisch. Schon. Du hast ihn gerade beschimpft. Jetzt wird er dich holen kommen. Egal. Wer gibt mir Scheiß drauf? Du solltest in Zukunft keinen Tee mehr trinken. Du weißt, was passiert mit Leuten, die Tee trinken, die Putin nicht mögen. Ich trinke aber keinen Tee. Ist besser für dich. Dann trink besser auch keinen Kaffee mehr. Und kein Limonad und kein Energy. Kaffee auch aber nicht. Weil sonst mehr, oder? Strahlst du hinterher. Verstehst du? Danke sehr, dann, ja. Ich bedanke dir, aber das war nett. Also, ein Gespräch mit Sie zu halten. Gespräch mit Sie zu halten. Wer hat dir Deutsch beigebracht? Den solltest du schlagen und verklagen. In der Reihenfolge. Zu blöd zum Sprechen, zu blöd zum Arbeiten, zu blöd Computer zu bedienen. Was kannst du überhaupt? Aber nicht so blöd, eine Blase zu bekommen, oder? Zu blöd, um Blasen zu bekommen? Ja, dafür musst du einfach nur in der falschen Schuhgröße rumlaufen. Die kaufst du wahrscheinlich auch immer zu klein. Da rutscht das Blut nicht mehr nach in den Schädel. Das ist wahrscheinlich das Problem bei dir.
Ja, wahrscheinlich das war der Problem, Meine ja. Güte, geh mal zu Psychiater, geh mal in Kirche beten, beichten, vielleicht hilft das. Mal, ich jedes Nacht, ich bete zum Gott. Zu welchem? Meine Sinne zu lösen, ja. Wer ist dein Gott? Sag mir. Allah. Ja? Glaube ich dir nicht. Warum nicht? Weil das, was du machst, haram ist. Da bist du kein Muslim, wenn du sowas machst. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich bedanke dir. Dann beleidigst du deine Religion, Blatt. Jetzt kommt dich auch Abu Bakr al-Baghdadi holen. Und Ayatollah al-Khomeini kommt dich auch holen. Verstehst du das? Verstehe ich schon, aber ich bin aber kein Araber oder sowas, ja? Das ist egal, du hast gesagt, du bist Muslim, du beleidigst den Islam, Blatt. Was für ein Mistvogel, ein Elender!